Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem wunderschönen Kanal, Leute. Lorenz ist auch da am Start. Und ja. Moin, Leute. Was bedeutet es, wenn wir hier in der Kombi sitzen? So offensichtlich, wie es im Titel steht und im Thumbnail zu sehen ist, wir öffnen wieder Pokémon Booster. Standard irgendwie. Standard. So, ne? Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, wir öffnen heute drei Top-Trainer Boxen an der Zahl. Einmal verborgenes Schicksal, glänzendes Schicksal und Weg des Champs, beziehungsweise Path, Champions Path, weil ich dumm bin und es in der englischen Version bestellt habe. Ich sag's wie es ist, ich habe nicht drauf geachtet. Egal, scheiß drauf. Wenn wir was Geiles ziehen sollten in Englisch, habe ich auch kein Problem mit. An der Stelle wollte ich nochmal kurz erwähnt haben, dass es in dem Video leider doch nur zwei Boxen sind, die wir aufmachen. Zum einen verborgenes Schicksal und zum anderen glänzendes Schicksal. Da Weg des Champs, beziehungsweise in jetzt dem Fall wäre es ja Champions Path, also auf Englisch gewesen. Leider die Aufnahme nicht wirklich stabil ist, leider. Die ist sehr kaputt gegangen, deswegen leider nur die zwei Boxen. Nichtsdestotrotz wünsche ich trotzdem viel Spaß bei dem Opening. Und vielleicht, man munkelt, vielleicht kommen ja in Zukunft nochmal Videos zu Weg des Champs, weil das Set hat es halt in sich, ne, Leute? Deswegen weiter geht's, Video ab dafür. Weiter im Text, Leute, wir fangen heute an mit der Box, Top-Trainer-Box, verborgenes Schicksal. Diese habe ich ja bereits in einem anderen Video geöffnet, wo wir sehr geile Picks hatten. Hier mal eine kurze Einblendung. Was? Nein! Nein! Rettern. War schon geil. Deswegen gehe ich auch nicht, ich gehe allgemein auch nicht auf den Inhalt von den Boxen ein. Ihr wisst, was da drin ist. Ich zeige euch die Promokarte, fertig ist. Wir springen einfach direkt über zu den Boostern so ungefähr. Das Aufmachen lasse ich absolut nicht drin. Das ist absolut nicht drin. Jetzt kann ich mir einen runterholen. Ja, viel Spaß. Geil. Bin fertig. Was, so lang? Ja. Ich habe mir heute mal gedacht, heute mal was länger. Also, ich weiß, es ist deine Box, aber ich würde dir gerne helfen. Was ist denn hier los? Hä, bin ich komplett dumm? Ja. Ich krieg sie nicht auf! Was ist das? Ach, meine Fresse, oh mein Gott! Die andere ging leicht auf, oder? Glaube ich. Weiß ich nicht, ich habe noch keine geöffnet. Stimmt. Müll! Müll zum ersten. Müll zum zweiten und zum dritten. Verkauft. Schon heftig, wie gesagt, das schneide ich alles raus. Oh, mein Aua. Ich hab voll gegen die Nase gehauen. Erstmal wieder riechen. Oh, geil. Alter. Ist auch wieder so gebogen, ey. Das sind alle so wie zwingend dem Ding hier wahrscheinlich. Na? Es wäre ja auch Schwachsinn, alles da rauszuholen, sodass es von oben wieder reinwerfen kann. Es geht halt nicht gefühlt, ne? Guck sie an. Warte. Siehst du schon aus? Siehst kann man immer gebrauchen. Kann ich nämlich jetzt direkt gebrauchen, nämlich. So. So, Leute. Da haben wir das gute Ding. Es ist schon auf. Es war ein bisschen stressig. Und die packen wir direkt beiseite. Wir scheißen heute auf den Inhalt. Und gehen direkt über zu der wunderschönen Promo-Karte. Die das ist immer, aber auch der Inhalt. Die wie immer Arctos, Zapdos, Lavados, GX Tag Team in der komischen Dingsform ist. Wir sehen es wieder. Es ist schön geknickt, gedingst. Hier haben wir in der großen Cam nochmal. Alter, auch mal so nah. Ja, die lasse ich erstmal noch da drin. Guck mal, wie die bei dem anderen aussah. Vielleicht schicke ich sie ein. Vielleicht auch nicht. Aber es kommt wieder zu dem Punkt, oh, auf den wir alle gewartet haben. Und zwar diesem wunderschönen Boosters! Leute, wir haben wieder 10 Stück an der Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. Alles ist da, vorhanden. Und ich würde auch sagen, wir zappeln nicht lang rum, wirklich nicht. Ich lege das hier beiseite und wir fangen direkt mit dem ersten. Oh nein, die gingen so scheiße auf, ne? Die auch? Ja, die gingen so, oder? Ja, nein, die. Leute, das sind die, die so scheiße auflegen. Verstehe ich. Verstehe ich. Den Hass verstehe ich. Leute, erster Booster. Haben wir die Möglichkeit oder die Chance, hier schon direkt was zu ziehen?
Seid gespannt, lasst gerne jetzt schon einen Daumen hoch nach oben da, lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir schmeißen die ganze Scheiße wieder beiseite und wir fangen an. Wir haben einen Code, perfekt. So, 1, 2, 3, 4, zack und... Oh, bin ein bisschen gespannt, ist ja schon wieder länger her, ne? So, wir haben Blitzenergie, wir haben Magma, Sichlor, Rokkos, Durchhaltevermögen, Volteball, Pikachu, Rattan, Smogon, Paras, Reverse Anton und perfekt, in der ersten Box war nur ein Lapras, was mit einem Ball spielt. Sieht aber auch süß aus. Erster Booster war nix, der zweite geht auf wie ein Stück Scheiße in meinen Augen und man sieht direkt ein hässliches Carpador im Wasser planschen. Ihr wisst Bescheid, Carpador setzt Klatsche ein, es war nicht sehr effektiv. Wir ziehen es raus, es geht weiter. Oh, ich habe was Glitzern auf jeden Fall gesehen. Ja, ich habe definitiv was Glitzern gesehen. Ich habe den Booster gerade weggetan, ich habe nichts gesehen. Also, es könnte die Reverse gewesen sein, es könnte aber auch eine andere gewesen sein. Es hat auf jeden Fall geglitzert. Geglitzert? Wir haben, weiß ich nicht, Energie. Wir haben einen Georock. Porenta. Nochmal Rocco. Der Carpador halt, ne Fliegemund. Pipi. Smogon. Volteball. Die wolltest du haben, die wolltest du haben. Geil. Ich, oh mein Gott, nein, nein, wie? Es ist das, das Video ist an der Stelle, was? Die wolltest du haben. Das ist die Karte, die ich haben wollte, Psyanagix. Und darunter haben wir noch, noch Raichu GX. Double Trouble, Leute, was ist da los? Hä? Zweiter Booster, Leute, let's go, hey, Alter, geil. Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, Psyanagix, ne? Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Video gesagt habe, aber ich will einfach nur diese ganzen Eevee-Lotions haben aus dem... Das ist der Grund, warum ich den nochmal gekauft habe. Du bist der Grund, du bist es. Oh, so, erst Moment, erstmal hier. Hä, hey, wie geil. Oh, ist das nice, Alter. Das kann doch nicht sein. Es fängt schon direkt gut an. Ich bin, glaube ich, ein bisschen am Zittern. Die Boxen sind aber richtig gut, ne? So, Raichu. Komm mal her, wir gucken uns erstmal Raichu an. Das ist super süß. Oben, unten halt echt kacke. Links, rechts, es geht. Hinten sieht es ganz okay aus. Hier einmal kurz in der Coral-Ocean Cam. Warum halt ich das in der Hand? Ist ja übel dumm. Ah, sieht auch gut aus. Oh mein Gott. Sind die Karten geil, ey. Die Karten sind, Leute, hier, da ist es ein, oh mein Gott, zweite Box. Ey, die ist gut, Psyana, ne? Wirklich, ne? Ja, die hat halt, die ist vom Centering, glaube ich. Oh mein Gott, wir gucken sie uns an. Sie ist wunderschön, oh mein Gott. Ja, die ist so gut. Vor allem Psyana, wirklich, ne? Es ist die so, schickst du safe ein, ja, ne? Ja, die schicke ich so safe ein, Leute. Abonniert auf jeden Fall, weil wir werden die Karten einschicken und werden dazu Videos machen, wie die Creator zurückkommen. Oh mein Gott, ey, die sieht so schön aus, die Karte. Es ist so wunderschön. Ja, das ist... Oh mein Gott. So, ohne Mist, ne? Ich bin jetzt, wie geil, ich bin jetzt schon so hart zufrieden. Ich bin jetzt schon so zufriedengestellt eigentlich. Ich glaube ich. Mir ist alles scheißegal. Wirklich, es kann nicht schlechter werden. Leute, wenn das Video hier nach zu Ende ist und wir alle anderen Openings rausgeschnitten haben, wisst ihr Bescheid. Geh auf. Geh auf. Ey, diese Boxen sind halt echt gut. Box, ne? Ist halt auch einfach nur Ehre. Vor allem kriegen wir dann diesen Double Trouble, oh mein Gott. Nächster Booster. Wir haben schon den Pick, den ich wollte. Es kann nur noch nach Trana kommen. Und dann alle andere. Wenn gibt, ich, gibt es alle? Ich glaube, es gibt alle Evolutions hier in dem Ding, ja. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Aber, Lutexo. Rosana, Pumeluf, Ruppi, Paras, Anton, Glumando, Evoli in Reverse. Und darunter haben wir einen schönen Lektoball. Ey, 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 Alter, Psyana da hinten. Ohne Mist, ey, Psyana, Beste. Oh mein Gott. Das, worauf ich so gehofft habe, direkt gezogen. Klein stehen, Evoli, Pipi. Shiny, Reislaus. Reislaus? Okay. Und Blitzer, nice. Oh, schön. Oh, Blitzer ist auch ein geiles Ding. Reislaus. Wohl eher Kreislauf. Das war richtig kacke. Das war sowas von schlecht. Wir haben Meftu. Los, Neftu! Los, Tudachu! Glonadetzada. Ey, wirklich, ne? Ich. Ist frech. Ist. Ja. Ja, genau als. Ja, okay. Was ist denn hier los? Den Booster hast du schön geöffnet. Ich finde auch. Ich habe das Artwork vorhin auch nicht beschädigt. Gott sei Dank, stell dir mal vor. So, wir haben Misty, wir haben Rokkos Marmor Arena, Giovanni, Raupi, Rattan, Payrace, Domain Day, Flakemon. Was ist das? Akangama. Ach, das Ding. Oh, das, ich finde das geil. Und! Aber das ist ein übelst geiles Artwork, finde ich. Das ist Jesse im Hintergrund. Wir haben schon wieder diese... Spannung. 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 Leute, wir haben eine Pokémon Center Dame. Wir haben Sabrinas Vorschlaghammer. Sichlor. Gloomender. Voltobal. Smogon. Rattan.
Dragos, oh, Dragos ist auch so süß. Wir haben Pantymos in Rebirth. Oh, das sieht auch geil aus, ey. Das, ich hasse Pantymos. Pantymos ist auch ein Hurensohn. Oh, Jesse und James, ja, full on. Digga, let's go. Da ist das Ding, da ist das Ding. Vom Mozi, der Hurensohn im Hintergrund. Wir haben eine Full Art gezogen. Full Art sind immer geil. Full Art sehen halt auch echt immer geil aus. Full Art, Trainer, Jesse und James. Ich finde es ein bisschen asozial, dass da nur Jesse und James erwähnt werden, weil Mozi ist ja auch dabei und Wing genau auch. Ist asozial in meinen Augen. Ey, du störst dich aber an Sachen. Ich störe mich hier an den Sachen, die mir in der Serie erklärt wurden. Leute, wir haben eine Full-Art-Trainer, wir haben Psyana. Oh, Psyana. Einfach Psyana. So, wir öffnen Glurak. Ja, da kann ja auch noch ein Glurak kommen. Golrak, ja. So, und in der Zeit, wo ihr einen Kommentar zu Psyana schreibt, packen wir, oder ich, eher gesagt, das hier auf. Der dicke, fette Evoli ist nämlich jetzt am Start, Leute. Also, wir sehen uns nach dem Auspacken. Leute, dort ist die ausgepackt mit glänzendes Schicksal mit dem dicken, fetten, süßen Evoli. Evoli! Die wir, ja, bekanntlicherweise auch als Promokarte dabei haben. Und die ist einfach nur süß. Evoli ist halt einfach das geilste Pokémon. Ich liebe diese V-Max-Karten. Und fett. Guck es dir an, wie fett es ist. Leute, guckt es euch an. Es ist so flauschig. So flauschig. Also ich finde die... Die GX-Karten finde ich auch richtig nice, ne? Aber die V-Max sind ja, aber ich finde die V-Max irgendwie, die sind für mich irgendwie nochmal so, bam, irgendwie ja, mehr, die also haben, die haben geiler. Die haben was, ja. Und natürlich haben wir wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Booster. Und den dicken hier, wenn wir den ziehen, dann ist alles gut. Dann raste ich hier aber komplett aus. Zu Ende, glaube ich, Leute. So, wir fangen an und gucken direkt mal. Oh, die gehen, besser die auf, gehen ne? Definitiv besser auf. Das ist schon mal... Das freut mich jetzt. Wir haben die erste, den ersten Booster mit dem Typen drauf, den ich noch nie gesehen habe. So, wir fangen an mit dem ersten Booster. Shiny Schicksal. Glänzendes Schicksal. Und haben Water Energy. Water. Wir haben den Dude, wir haben den Dude. Wir haben das rostige Schwert. Wo bleibt das rostige Schild, du? So, hier sind wieder die Pokémons dabei, die so ein bisschen neuer sind, die ich auch gar nicht so mag. Wir haben einen Shiny Makabaya. Gala Makabaya. Gala Makabaya. Und wir haben eine V-Karte. Ganz simpel. Wir fangen ganz leicht an. Wir fangen an mit Liberlo. Gesundheit. Wir haben direkt den First Pick, eine V-Karte. Man muss sagen, in dem Set sind sehr viele V-Karten. Also rein theoretisch. Ich finde, glänzendes Schicksal ist so mit zum, wenn du jetzt wirklich spezielle Karten haben willst, halt auch hier. Shinies, ne? Es gibt ja potenziell keine oder weniger, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht, ob es gar keine Rebirths gibt. Es sind halt immer die Shinies. Und die sehen halt auch immer geil. Aber wir haben direkt einen V-Pick. Sieht nice aus. Packen wir beiseite und öffnen direkt den nächsten. Mit dem Typ, der mehr grinst als ich, wenn ich bekifft bin. Hast du schon mal gekifft? Nein. Perfekt. Haben wir hier einen Pick, ist die Frage. Einen Pick, so, man kann viel sehen. Es ist eine Rainbow. Da ist das rostige Schild. Perfekt, wir haben ein Set voll. Wir haben den Balduin. Es gibt ja eine Rainbow. Dann halt viele Full Arts, wie und wie Max, glaube ich. Und, klar, die Shiny Full Arts. Evoli in Reverse. Und haben wir irgendwas Tolles? Wir haben einen Silvaro in Holo. Holo. So, es gibt halt viele Karten, die du in jedem Set halt ziehen kannst. Was halt auch geil ist. Klar, er hier, er ist sowieso der. Boah, wenn der Most Wanted Pick. Aber an sich sind hier viele schöne Picks. Das wäre der absolute Abriss, wenn man den zieht. Ne? Wäre der Hammer, wirklich. Das Ding ist, ich habe schon, bevor ich die gekauft habe und auch als ich die gekauft habe, dachte ich mir schon so, ich gehe hier nicht mit einer Erwartung rein, dass ich den ziehe. Das ist die einzige Erwartung, die ich hatte, war wirklich bei Verborgenes Schicksal, dass ich dann eine Evilotion ziehe. Da habe ich gesagt, die will ich ziehen, sonst bin ich traurig. Und, aber wir haben sie gezogen. Wir haben schon wieder Drosti geschillt. Aber natürlich würde ich auch nicht Nein zu Glurak sagen. Ich meine, welcher Idiot sagt Nein zu... Schade. Das wäre es jetzt, ne? Welcher Idiot sagt Nein zu Glurak? Oh, Glurak. Nee, will ich nicht. Nämlich. Ich finde es so gut, dass die Karten halbwegs gut aufgehen. Die ein oder andere hapert zwar immer noch, aber... Was ist denn da los? Aber das gehört... Hä? Scam? Was ist da los? Hä? Waren da immer zwei? Nee. Okay. Leute, wir hatten zweimal eine komische Code-Karte. Code. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Naja, schauen wir mal, was diese Karten für uns versteckt haben. Nolo. Nice, Alter. Luxtra. Wir haben Water. Wir haben nochmal das rostige Schwert, das haben wir zweimal jetzt schon. Genau wie das Schild. Tuska.
Morbeko, Schnommom, Seeper, Kleptifuchs. Oh, wir haben ein Shiny Schlaraffel. Schlaraffel. Und wir haben Kamanche wieder. Schade, schade. Schade, Schokolade. So, ne? Könnte jetzt mal in meinen Augen, könnte sich jetzt mal was anbahnen. So, Stahl, glaube ich. Schon wieder der Dude, schon wieder ein Urkel. Oh, ich glaube, da habe ich was gesehen. Ich weiß es nicht. Bouts, Evoli. So, da ist er. Wir haben das Set voll. Ja, ich glaube, wir haben was. Wir haben einen Pick. Ja? Ja, wir haben einen Pick. Wir haben was, Leute. Wir haben Klepp, die Fuchs in Reverse. Und? Schlaraffen, die ist ja übel kacke süß. ist ja übel kacke süß. Alter, hey, guck dir das mal an. Es sieht so aus wie so ein Schokoding. Wir haben noch zwei. Boah, ich will eigentlich... Das Ding ist, man würde jetzt sagen, lass Glurak als letztes machen, aber ich habe dann ein schlechtes Gefühl. Deswegen mache ich Glurak als erstes. Ist das eine richtige Entscheidung oder eine falsche Entscheidung? Der Booster ging so leicht aus. Du ziehst die 20 Karten noch so oder so. Alter, das war so... Das ist so... Das ist so ein Coach auf YouTube. So, egal wie, ob du ihn ziehst oder nicht. 20 Karten ziehst du auf jeden Fall. Captain Obvious! Oh mein Gott. War es das? Ich glaube, das ist sie. Das ist ein Glurak gewesen, glaube ich. Ich glaube auch. Ich habe auch das Gefühl. Bitte nicht. Oh ja, ist es. Ist es, oder? Ist es. Ist es. Ein bisschen ist es. Ist es. Oh mein Gott! Was? 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 Das kann nicht sein. Was? Hey, warte mal. Geil, wir haben... Hä? Hä, nein, das ist nicht wahr. Das kann nicht sein. Oh mein Gott. Hä? Fuck. Fuck. Es war halt auch im Glurak-Booster. Es war einfach im Glurak-Booster. Nein, oder? Hey, man hat es halt so hart. Wir haben es auch beide so direkt gesehen und dachten so, what? Oh mein Gott, Alter. Ich bin gerade so. Und ich glaube, die ist... Fuck. Übel vom Sendung richtig okay, glaube ich. Die ist richtig gut, glaube ich. Bisschen links zu rechts. Oh mein Gott. Ey, Leute, das ist nicht wahr. Das kann ja nicht sein. Das ist ja... Gerade, also ich... Fuck. Digga. Ich sag gerade das 5000. Mal. Fuck. Was ist denn jetzt hier? Das kann nicht sein. Der vorletzte Booster von dem Ding. Es ist der Glurak-Booster gewesen, wo ich gesagt habe, ich habe kein gutes Gefühl. Fuck. Krass. Geil. Digga, das ist so, so surreal, ey. Den Typen gerade in der Hand zu halten, das... Oh mein Gott. Krass. Ja, Psyana ist geil gewesen, ne? Aber krass. Wir haben halt jetzt... Leute, der letzte Booster. Ich bin nass geschwitzt, ne? Ja, mir läuft auch so, das Arschwasser sammelt sich schon ein bisschen, muss man sagen. Also Leute, ist der letzte Booster von Glänzendes Schicksal? Vor allem der Hurensohn kündigt sich so richtig dreckig an, Alter. So, huch, guck mal, huch. Alter. Ja, hier ist ja nichts mehr. Was ich... Schön. Ja, schön, Alter. Weiter geht's. War klar. Ja, Leute, wie gesagt, das Video war... Ein Hoch und Runter der Gefühle. Das war geil. Das war sehr geil. Ich bin bis jetzt ein bisschen enttäuscht von Weg des Champs. Nichtsdestotrotz wäre ich dafür, dass ihr ein Video für Psyana und Glurak da lasst. Video? Video? Mhm. Ich meine natürlich einen Daumen. Natürlich den Kanal abonnieren. Den Abonnieren-Kanal. Alter. Was ist los? Schaut bei uns auf Instagram vorbei. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt gleich bei der letzten Karte angelangt. Und dann würde ich auch sagen, endet das Video einfach. Ist schon viel zu lang wahrscheinlich wieder. Mhm. Die allerletzte Karte ist... Ja, Leute, wie gesagt, lasst einen Kommentar da, einen Daumen hoch und ja,